Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben Dienstag, den 22. kann doch nicht sein. Ah, den 15. Den 15. Warum habe ich denn mir den 22. markiert? Muss mal hier gerade einen Kaffee nachgießen. Erst mein zweiter heute und wir haben schon 9:30. Aber es ist diese Woche wieder alles durcheinander. Meine Tochter ist nämlich zu Hause. Die hatte am Wochenende, kriegte die Bauchschmerzen und Kopfschmerzen und Halsschmerzen und Schnupfen und alles. Übrig geblieben ist nur Schnupfen und ein bisschen Husten. Corona-Schnelltest ist negativ. Macht man ja aber trotzdem immer mal mit. Aber es macht natürlich auch keinen Sinn. Ich meine, die Kinder brauchen jetzt auch alle ihr Immunsystem, die jetzt da so halbkrank oder noch nicht vollständig genesen, wieder in die Schule zu schicken, ne? Ich bereite gerade meinen Basteltreff für Freitag und Samstag vor und mache hier gerade die Goodies fertig. Dieses Mal habe ich für alle ein bisschen Probeband, was ich hier in so kleine Tütchen packen werde. So, machen wir unten zu. Griffmulden rein, Bändchen rein. Mal gucken. Weiß ich noch nicht, wie ich das dekoriere. Gibt ja auch für die Basteltreffs, gibt es ja dann auch immer eine kleine Mini-Kleinigkeit. Immer mal was zum Ausprobieren oder was zum Schnuppen oder sowas. Ne? Ja, Basteltreff ist ganz spannend. Ich habe nämlich, ich muss euch jetzt die Mischung aus allem zeigen. Es wird auf jeden Fall eine Schachtel, das wurde so gewünscht. Und ich brauche nämlich eine Verpackung für dieses tolle Rituals. Hat der Hund sein Dingen durch die Treppe geschossen. Sein Nilpferd. Also, ich brauche nämlich hier für so einen tollen Body Scrub eine Verpackung. Und da ist jetzt eine Mischung entstanden. Das muss ich euch mal drei Schachteln zeigen. Es hat ein bisschen länger gedauert, dieses Mal das zu entwerfen, weil ich immer nicht zufrieden war. Es sollte ursprünglich eine Fensterschachtel geben mit einem Schütteldeckel. Und in diesem Schütteldeckel ist dieses tolle Gold, diese tollen Goldflocken. Aber das ist für einen Basteltreff zu aufwendig. Es ist zu aufwendig, das ist eher mal was für einen Stempeltag. Allerdings muss ich dann auch ein bisschen mehr an Materialkosten nehmen. Dann habe ich mir gedacht, ich mache diesen Deckel, den finde ich nämlich sehr schön. Hatte aber kein, ich brauche für die Schachtel großformatiges Designerpapier, hatte dann aber nur noch ausreichend Vanille. Hatte aber den Deckel schon entworfen, weil ich wusste, dass ich diesen anderen Deckel mit dem Schüttelelement nicht nehmen kann. Hab dann aber hier, und das ist auch so schön bestempelt, ne, das gefällt mir mega gut, hab allerdings hier das Fenster vergessen. Also es sind drei verschiedene Schachteln. Achso, und der Schütteldeckel passt nicht auf meine Fensterschachtel, weil ich auch hier wieder zuerst den Deckel entworfen habe und habe dann zu spät umgeswitcht. Diese Schachtel mit dem Fenster, die ich jetzt da schon fertig habe, die ist leider 2 mm zu groß. Da hat die Schachtel, hat diese Scrub ein bisschen Spielraum und das mag ich dann ja nicht. So, dann möchte ich mit euch, achso, dann habe ich meinen, ich schneide ich gerade den Vlog von letztem Mal zu. Das ist ein Vlog vom 4. bis zum 14. glaube ich. Diese Woche ist ein neuer und ich will morgen auch endlich mal wieder Bastelvideos drehen. Ich habe so viele 1 Million Ideen. Diesen Monat endet die Celebration und ich komme einfach zu nichts. Ne? Ich fahre auch nicht mehr während der Celebration weg. Ich habe jetzt hier nämlich mir die Magnettafel bestellt und habe sie noch nicht mal ausgepackt. Ich wollte euch wollte auch nachher mal bei Instagram live gehen. Mal gucken. Da kriegt ihr ja eigentlich eine Benachrichtigung, wenn es dann soweit ist, falls ihr meinen Instagram-Kanal abonniert habt. Falls nicht, könnt ihr das natürlich immer noch tun. Wir kriegen hier den Nupsi raus. Dann will ich euch meine neue Glossybox zeigen. Ach, ist das alles spannend. Aha. Ach so ist das. Das ist hier so ein
Das ist hier wie so ein, das ist ein Bilderrahmen. Hier ist die Magnettafel drin. Die Rückseite hat hier so Kork, wie diese normalen Bilderrahmenrückwände. Aha. Ich habe mir das auch noch nicht bei anderen Demos angeguckt. Das heißt, ich bin jetzt hier auch echt überrascht, wie das Ganze hier so funktioniert. Hier diese, diese Papprückseiten übrigens, ne? Die würde ich mal nie wegschmeißen. Die benutze ich auch immer für Graupappe-Projekte. So, und dann habt ihr hier Designerpapier in verschiedenen Designs, was halt gut an eure Wand passt. Ich tendiere hier für meine Wand, ich glaube, ich tendiere hier ein bisschen zu dem Schwarz. Ich muss auch mal meine Wand dekorieren. Da muss auch mal was anderes hin. Das ist eine schöne Rückseite, aber da ist es egal. Das ist Designerpapier. Da könnt ihr natürlich auch euer Lieblingspapier nehmen, ne? Das ist völlig wurscht. Und dann sind hier noch so schöne, was hat denn hier auch für ein Bums? Doppelseitiges Klebeband in dünn, also in wenig drauf auf der Rolle. Dann haben wir hier die Klemmerchen, also quasi unsere Klemmerchen, nur in groß, 6 Stück. Auch schön, hier in so, einer, in so einem Kartönchen kommt das einher. Was ist das denn hier für ein Bums? Was macht man denn damit? Da sind Falzlinien drauf. Was ist das? Muss man das hier so knicken und dann zack, 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 das hier so einmal rum. Ach so. Ach, Freunde, guck mal hier, damit das hier so ein bisschen wie so eine Filtertüte wird. Das ist ja eine gute Idee. Hör mal, da kann man was draus machen. Das ist ja eine gute Idee. Wow. Das ist echt... Das ist ganz schön ausgefeilt. Ich meine, 31 Euro ist nicht günstig, aber das ist ausgefeilt. Was haben wir denn hier? Hier ist Holländisch. Englisch, Deutsch. Mach den Tag zu deinem Tag. Dankbar für, Doppelpunkt. Lebe, lache, liebe. Der Weg ist das Ziel. Heute kreiere ich, nicht vergessen. Neuer Tag, neues Glück. Träume, du schaffst das, Frau Knaps. Sag mal, knabberst du mein Regal? Lee, knabberst du mein Regal an? Spinnst du? Fifi. Benimm dich. Französisch. Oh, dann gibt es hier nochmal hier solche schönen Schmetterlinge. Der ist ein bisschen außer Rand und Band. Ich glaube, die Pubertät lässt grüßen. Dann haben wir hier... Ach, wieder von vorne. Schön. Schön. Hier ist die Anleitung. Dann sind hier so Notizkärtchen. Wo habe ich sie? Hier sind diese Notizkärtchen. Die finde ich auch immer sehr schön, muss ich sagen. Jetzt wird hier wieder gebohrt. Im Nebenhaus. Wer meine Vlogs schon länger verfolgt oder meine Videos, der weiß, dass nebenan ganz lange Großbaustelle war. Hier ist die Anleitung. Da kann man, hier sind Ideen drin, wie man es gestalten kann. Oh, wie schön. Da freue ich mich aber auch schon drauf, das nachher mal ein bisschen rumzuprobieren. Jetzt packe ich das gleich wieder ein, damit ich das nachher im Live nochmal zeigen kann. Kann ja im Live nicht so tun, als wüsste ich nicht, wie es geht, ne? Da kann ich nur hier mit euch, wenn wir unter uns sind. Glossy Box war schön wieder diesmal. Und zwar, das Doofe ist jetzt nur bei der Glossybox, dass man jetzt sich, da hat man nicht mehr die Prospekte dabei, sondern jetzt muss man sich das einscannen und runterladen. Das ist ein bisschen doof, ne? Also die Beschreibung, weil ich weiß nämlich eins nicht, was das ist. Pass auf, ich muss jetzt hier mal eben die Brille von meinem Mann ansehen. Ich kann es wirklich, wenn ich, also, ich meine, wir reden jetzt von einem, von, ach, nee, das war es nicht. Hier, falscher Knopf. Ein bisschen höher fahren. Wir reden jetzt von einem Dioptrien. Ne? Ist das denn möglich, dass ich nur
das erkennen kann, wenn ich mit der Taschenlampe drauf halte. Ich kann es sonst nicht sehen. Und Vielmann, wie lange ist es jetzt her? 13 Tage. Ja, die haben von 3 Wochen gesprochen. Also, das ist hier eine Coco Pure Detox Coffee Face Scrub. Cremiges Gesichtspeeling, das deine Haut reinigt und die Regeneration fördert. Gesichtspeeling finde ich gut. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe noch nicht mal dran gerochen, weil das ist hier so verschweißt. Na, rieche ich jetzt auch nicht dran. Von Avant ist das ein Kollagen-Serum. Und Avant ist eine unglaublich tolle Farbe, Firma und unfassbar teuer. Da kostet, ich habe so einen Primer von Avant, der kostet über 80 Euro. Ein Primer hier und das ist eine Originalgröße, ne? Muss man ein bisschen in kreisenden Bewegungen aufs Gesicht machen im Morgen? Ja, ey, ganz ehrlich, die sagen immer Kollagencreme morgens und abends. Abends ist Kollagen so überflüssig, weil Kollagen polstert die Haut auf. Was nützt mir das denn abends? Dann ist sie im Einschlafen, polstert die sich auf und ist wieder zusammengefallen, wenn ich morgens aufwache. So ein Quatsch. Mache ich mir doch morgens drauf, wenn ich was von habe. Nagellack. Aber weil ich ja jetzt Shell-Lack benutze, verschenke ich den hier wahrscheinlich. Ich werde ihn auch gar nicht aufmachen. Von dem rosanen Bums habe ich auch was. Was das hier ist, weiß ich nicht. Rich Mud Butter. Body Hand Food. Eine Matschbutter. Was ist denn eine Matschbutter? Es sind leider auch nur die Ingredients hinten drauf. Es steht hier nicht, was man damit macht, wie man es benutzt. Mattbutter, Matschbutter. Ist das für die Hände zum Eincremen? Ist das eine Handcreme? Bums, Gedöns. Mal probieren. Oh, riecht sehr. Riecht, oh, riecht. Riecht wie der Bodenreiniger von Frosch. Mag ich ja, ne? Ein bisschen Limette. Doch, riecht gut. Riecht sehr gut. Zieht sofort ein. Macht die Haut total weich. Was ist das denn für ein Wunderzeug? 417. Ist 417 sowas wie 4711? Und es gab noch einen Lippenstift. Den trage ich auch drauf. Das ist hier so ein richtiger Stift. Also, und der ist schön. Der lässt sich super leicht auftragen. Der ist ganz cremig. Und ich habe den jetzt seit heute Morgen drauf. Und ich habe damit schon Kaffee getrunken und gefrühstückt. Und ich hatte ein Leberwurstbrot und mein Porridge. Hat er ausgehalten. Allerdings habe ich auch Lippenprimer unten drauf und habe den Lippenstift abgepudert. Nichtsdestotrotz gibt es viele Lippenstifte, die man auch so behandelt und die gehen trotzdem ab, ne? Ja, wie gesagt, diesen Monat ist die letzte Celebration, diesen Monat ist die letzte Sammelbestellung und diesen Monat, was ist noch diesen Monat? Mein Basteltreff, meine letzte Bestellung geht nächsten Donnerstag raus, wenn ihr also noch was braucht. Freitag ist der Basteltreff und es hat sich eine von euch bei meinem Zoom-Basteltreff angemeldet. Das finde ich super gut. Ich weiß gar nicht, ob die mich jetzt hier gefunden hat oder ob die mich auf Instagram gefunden hat. Das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist das eine neue und neue Gesichter sind immer toll. Es gibt noch ein zweites neues Gesicht. Lee, aus! Du musst doch mal schlafen. Du musst jetzt nicht das Barbie-Haus plündern. Ja, da ist die Schwiegermutter von einer auch neuen Bastlerin, die bastelt dieses Mal mit. Finde ich total super. Freue ich mich immer. Also wenn ihr Lust habt, immer der dritte Freitag im Monat ist ein Zoom-Basteln. Und samstags bei mir persönlich, wobei, da muss ich sagen, der ist eigentlich immer ausgebucht.
weil ich natürlich auch immer begrenzte Plätze habe und im Moment besetze ich maximal 6 Plätze an meinem Tisch, damit es auch nicht so ganz eng wird. Und dieses Mal sind 5 besetzt und die 6. weiß noch nicht genau, ob sie kommt. Das hatte sie mir aber angekündigt und den Platz lasse ich jetzt einfach frei, weil das schon so eine langjährige mit mir Bastlerin ist. Kerstin hat meine Karten. Und zwar, nee, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Und zwar hat Kerstin meine Karten bei sich in den Laden gestellt. Alle Karten, die ich bisher gebastelt habe, die habe ich ja fein bestempelt, Copyright-Stempel hinten drauf gemacht, in Tüten gepackt und habe sie alle der Kerstin mitgegeben und habe gesagt, hier probier mal aus. Hier probier mal aus, ob du die verkaufen kannst, weil sie will ja auch selber Karten basteln. Und das ist aber, wie es bei uns allen am Samstag war, für sie ist alles noch Streichelpapier. Und Karten mit Teddypapier kann man nicht verkaufen. Man sieht die billige Qualität, es scheint alles durch, das Papier bricht, die Kanten sind ausgefranst, kann man total vergessen. Und dann habe ich ihr meine Karten gegeben, habe gesagt, hier probier aus, weil meine alten Karten, was soll ich damit machen? Und die werden gekauft. Da waren wohl Kunden, die gesagt haben, Mensch, das sind ja Kunstwerke, die werden gekauft. In einem Bekleidungsgeschäft ist das cool. Ich freue mich da so drüber. Ja, ich hätte mich nie getraut, in dem Geschäft zu fragen, ob ich da meine Karten verkaufen kann, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber funktioniert. Freut mich total. Ansonsten wüsste ich jetzt gerade nichts. Ich werde mich jetzt weitermachen ans Verpacken der Workshop-Pakete, die heute raus müssen mit der Post. Nämlich bevor der Postbote kommt. Dem kann ich das nämlich immer super in die Hand drücken, wenn es nicht der Chinese ist. Ne? Dem kann ich gar nichts in die Hand drücken. Der ist total unfreundlich, habe ich ja schon mal erzählt. Ne? Und dann ist der Trauerkarten-Workshop das ein oder andere Mal gekauft worden. Es läuft ein bisschen spärlich an, muss ich gestehen. Und ich habe da auch mit gerechnet, weil ein Trauerkarten-Workshop ist natürlich auch ein Nischen-Workshop. Das ist nicht so beliebt wie ein Fotoalbum und wie eine tolle Sektgeschenkverpackung und das weiß ich auch. Dieser Trauerkarten-Workshop ist halt einfach auch eine Herzensangelegenheit. Den habe ich auch wirklich nur ganz, ganz knapp kalkuliert und ich weiß, dass Trauerkarten, die werden zwar immer gekauft, man weiß in der Regel auch nicht, was man reinschreiben muss. Und ich finde, Trauerkarten, die man dann so im Geschäft kauft, die sind genauso lieblos wie der Text, den man oft da reinschreibt, wenn es jetzt nicht jemand Nahestehendes ist. Herzliches Beileid von dem und dem und dem. Das ist immer genauso lieblos wie die Karten. Und derjenige macht die auf und schmeißt die weg. Was soll er damit machen? Das würde ich auch so machen. Ich mache das auch mit Geburtstagskarten so. Wenn ich so fertig gekaufte Geburtstagskarten kriege und da steht vorne drauf gedruckt herzlichen Glückwunsch und drinnen steht nur von Marianne und Michael, dann schmeiße ich das weg, weil das ist für mich bedeutungslos. Ne, das Geld kann man sich echt sparen. Oder ja, weiß ich nicht, spenden. Keine Ahnung. Also das ärgert mich immer. Und so ist das halt bei Trauerkarten so ein bisschen auch. Ne? Ich finde, die müssen, man will doch. Oder nee, ich bin so. Ich schreibe nur dann eine Trauerkarte, wenn ich wirklich empfinde, dass dieser Verlust mir leid. Nee, das kann man so nicht, kann ich so nicht sagen. Es klingt total herzlos. Wie soll ich das sagen? Wenn ich jetzt jemanden habe, den ich näher kenne, dann schreibe ich eine Trauerkarte und möchte mit dieser Trauerkarte auch wirklich zeigen, dass ich diesen Schmerz nachempfinden kann und dass mir das auch wirklich leid tut, dass dieser Mensch den anderen Menschen verloren hat. Dann möchte ich das aber auch mit dieser Karte so ausdrücken und dass das so rüberkommt. Ich möchte jetzt nicht, oder das mache ich auch nicht, nur eine Trauerkarte schicken, um eine zu schicken. Geh zum Rewe, kauf mir eine für 1,50, schreib meinen Namen rein, schick die ab und erleichtere somit mein Gewissen. Das bin ich nicht, das mache ich nicht, das bin ich nicht, das kann ich nicht. Dafür ist es einfach auch mein Job, Karten zu basteln. Ne? So, und da ist halt, und das möchte ich eben mit diesem Trauerkarten-Workshop auch eben rüberbringen, dass es durchaus auch Karten gibt, die so von Herzen kommen, dass man, dass der Beschenkte auch wirklich die Mühe und diese
und dieses Mitgefühl auch darin spürt. So, und deswegen weiß ich, das ist halt eben so ein Nischenprodukt. Und ich habe mich eben aber über die paar Bestellungen, die bis jetzt reinkamen, habe ich mich sehr gefreut. Ich werde auch das Material dafür, das habe ich mir jetzt nicht auf Lager gelegt. Das heißt, für jeden Workshop, der da bestellt wird, werde ich bei meinen Sammelbestellungen daraus mitbestellen und die dann gezielt auf Bestellung hin erst verpacken, weil ich gar nicht weiß, wie gut oder wie schlecht die laufen. Bei dem Kalender konnte ich das ungefähr einschätzen, bei meinen Stifteboxen auch, wobei ich habe jetzt die letzte Stiftebox, das letzte Stiftebox-Materialpaket verkauft. Es ist jetzt im Moment nicht erhältlich, also wer da noch möchte, der muss auf eine Warteliste und erst wenn ich das nächste Mal beim Großhändler Splinte und Buchbinderlein und sowas bestelle, werde ich die Knöpfe mitbestellen. Aber ja, ist halt so. Ne? Und bei diesem Workshop habe ich mir jetzt halt nichts auf Lager gelegt. Besser ist das. So, ihr Lieben, jetzt fange ich mal hier an zu arbeiten. Ich muss auch heute Nachmittag ins Büro. Da warte ich aber, bis mein Mann wieder da ist. Heute Mittag ein Hunderündchen. Karl ist wieder gesund. Gott sei Dank. Der hat jetzt noch eine Bindehautentzündung, aber sonst ist er gesund. Und ich melde mich bei euch bald wieder. Macht's gut. Tschüss. Hallo, meine Lieben. Ja, man kann es auch nicht mehr guten Morgen nennen. Wir haben nämlich schon Mittag, Viertel nach zwölf. Es ist Sonntag, der 20. Februar. Und ich hatte die letzten zwei Tage Basteltreff gehabt. Es war so super. Also ich war ja nicht sicher, ob ich das gesundheitsmäßig durchstehe, weil ich Donnerstag echt richtig flach gelegen habe. Ne? Boah, da ging es mir wirklich richtig schlecht. Mittwochnachmittag ja auch schon. Und ich habe wirklich gedacht, ich würde das nur mit Schmerztabletten durchstehen. Und ich habe tatsächlich am Freitagvormittag noch eine Ibuprofen, allerdings nur eine 400er eingeworfen. Und dann ging es mir eigentlich, das war okay. Ich meine, ganz ehrlich, ich erzähle euch ja nichts Neues, wenn ich euch sage, dass man als Mama ja auch irgendwie krank funktionieren muss. Ne? Denn man kocht sich selber seinen Tee und selber seine Hühnersuppe, sind ja alle nicht da. Man räumt trotzdem auf, man macht jetzt vielleicht nicht gerade die Wäsche, also die habe ich echt liegen lassen und die häuft sich jetzt auch, aber man macht das ja trotzdem alles und das Essen steht am Tisch, wenn alle nach Hause kommen. Mit viel Glück hat man noch die Chance, sich zwischendurch immer mal ein bisschen hinzulegen. Ich hatte jetzt das Glück, dass ich keine Materialpakete ausliefern musste, sondern dass ich alle die Materialpakete dieses Mal bei mir abgeholt haben, weil sie vielleicht sowieso auf dem Weg waren. Das war halt echt praktisch, das hätte ich am Freitag, weiß ich nicht, ob ich es noch reingekriegt hätte. Ich war ja noch im Büro und habe wenigstens meine Post geholt. Ein Stapel, Freunde, ich habe einen Stapel Posten. Also das ist so ein Berg, so ein Berg. Das muss ich alles bis Dienstag bearbeitet haben. Kriege ich auch hin, kostet mich aber wieder Kreativzeit. Ne? Ja, das ist halt so. Ist nicht schlimm. So, auf jeden Fall habe ich so. Und dann am Freitagabend war es plötzlich gut. Mir ging es wirklich richtig gut. Ich hatte vorgehabt, nur den Basteltreff zu machen und mich dann auszuklinken und ins Bett zu gehen. Und wenn wir so um 8 Uhr anfangen, die Bastelzeit ist immer so netto eine Stunde, habe ich gedacht, dann ist 9. Wenn man dann noch eine halbe Stunde plaudert, 9:30, gehe ich dann ins Bett, damit ich auch für Samstag fit bin. Aber wir waren bis 10:45 im Gange. Es hat Spaß gemacht, es hat Freude gemacht, es war alles gut. Meine Kette ein bisschen zu lang, habe ich gerade eben in der Kamera gesehen. Ich musste die mal was kürzer machen. Da ist man ja auch an einem Sonntag ein bisschen eitel. Ne? So, was gibt es ansonsten? Samstag, der Basteltreff, der war sowas von lustig. Wir Hirnis waren unter uns. Das heißt, 4 Hirnis. Die ist immer noch zu lang. Ich habe die doch, kann man die nicht mehr? Muss ich mal gerade gucken, Moment. Nee, ist schon am kürzesten. Zieh ich einen Pulli mal tiefer. Zack, passt. Die Hirnis waren unter uns. Und der neue Hirni, Kerstin, war mit dabei. Wir waren also zu sechst und es war so witzig. Es war einfach so witzig. Da, also wir sechs passen einfach auch wirklich wie Arsch auf Eimer. Ne? Das ist einfach nur absolut lustig. Wir haben gekreischt vor Lachen. Ich glaube, eigentlich habe ich nur mich gehört. Ich habe gekreischt vor Lachen. Ich hätte mich beömmeln können. Hat sich keiner verfalzt, verschnitten, verdingst, verbumst. Ja, es hat
manchmal nicht so ganz mit der Schachtel, mit dem Verschließen der Schachtel gepasst, ist aber wurscht. Jetzt weiß jeder, wie es geht. Ich weiß nicht, ob ich euch in der letzten Sequenz gezeigt habe, was wir machen. Aber wir haben hier die Schachtel gemacht und zwar, ihr könnt es hier sehen, Body Scrub von Rituals. Es ist also eine Fensterschachtel für ein Body Scrub, habe ich ja gesagt, ne? Weil ich das für das zum bestandenen Staatsexamen der beiden Nachbarstöchter auch verpacken wollte. Und das war sowieso beim letzten Online-Basteltreff eine Schachtel gewünscht. Ja, habe ich gedacht, passt. Und Rituals, glaube ich, verschenkt sich sowieso recht gut und recht gerne. Und man kann sich die auch auf die richtige Größe, kann man sich das ja auch zurechtschneiden. Also das hatten wir Samstag gemacht und das Ganze dann nochmal in Vanille Freitagabend. Also ist auch sehr schön. Das, genau, das ist das gewesen. Und ja, dann waren wir, gestern war ich dann noch eine relativ große Runde mit dem Hund, 2,5 Stunden, 8 Kilometer. Und es war ja gestern nach diesem Sturm der letzten Tage, war das ja so herrliches Wetter. Es war windig, aber es war blauer Himmel und es war Sonne. Und das war wie eine Droge, als wir losgelaufen sind. Auf dem Rückweg habe ich allerdings, da war ich so kaputt, habe ich gedacht, ich bräuchte Drogen. Aber es war, also ich war fix und fertig. Aber wenigstens kam ich zu Hause an, mein Mann hat gekocht. Und zwar hat der Burger Patties gekauft und Burger Brot und hat dann Zwiebeln eingelegt und die Sößchen gemacht und hat Kartoffeln geschält und Pommes gemacht und so. Und dann gab es gestern also Burger mit Pommes und Mayo. Und meine Kerstin hat für uns Kuchen gebacken für den Basteltreff, was ich auch ganz toll fand. Und den gab es dann zum Nachtisch. Ich muss hier mal ganz kurz, ist was umgefallen. Das stört mich jetzt hier aus den Augenwinkeln. Kennt ihr das? Ja. War auf jeden Fall ein herrlicher Tag. Ich habe es sehr, sehr genossen. Und dann haben wir festgestellt, dass der Basteltreff im März so voll geworden ist, dass ich noch einen Ausweichtermin nehmen muss. Und zwar findet der Basteltreff im März am 12. und am 19. statt. Und alle, die sich den 19. schon reserviert haben, also wenn die alle kommen, ist der voll. Und am 12. ist noch ein Platz frei. Ja. Und wenn er nicht besetzt wird, ist auch okay. Aber für den Zoom am Quatsch, ich bin doch hier im Februar. Moment mal. Doch, also war im März genau das Gleiche. Und am 18. ist dann Zoom-Basteln. Könnt ihr euch anmelden. Genau. Da möchte ich mal ganz viele haben. Das wäre toll. So 100. Oh, da käme ich aber in Stress, die Materialpakete alle zu packen. Meine Güte. Ich habe jetzt hier ein neues Projekt entwickelt, was ich auch richtig schön finde. Ich muss das in den Maßen noch ein kleines bisschen verändern, aber es ist ein kleines Portemonnaie mit Stickkante. Guckt mal, und ich kann euch das, glaube ich, jetzt auch zeigen, weil das Video dazu, das plane ich am Dienstag. Da wird dieser Vlog noch nicht online gegangen sein, weil ich ja noch gar nicht so viele Sequenzen habe. Guckt mal, wie hübsch. Hier ist ein Fach für Geld, Scheine, habe ich nicht mit Magneten zugehalten, sondern es wird einfach zugemacht. Und hier ist dann die Glückwunschkarte drin, die habe ich geprägt und auf die Rückseite kann man dann seine Grüße schreiben. Und ja, wie gesagt, entweder Geldscheine oder Gutschein kann man dann hier reinpacken und ich habe das extra mit so einem kleinen mit so kleinen Ziehseiten gemacht, damit man entweder mehrere Scheine reintun kann oder eine Gutscheinkarte und Geld, das ist aber eher unwahrscheinlich. Ne? Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall finde ich das richtig schön. Vorder- und Rückseite sieht dann so aus, eben wie ein Portemonnaie mit Magnetverschluss. Und ich habe jetzt vorne einen Button drauf gemacht, aber da kann man ja auch einen Gruß drauf machen, wenn man keinen Button hat. Wobei, die Buttons könnt ihr bei mir kaufen, ne? Also ich sage das nur noch mal dazu. Hier hinten im Hintergrund habe ich meine Buttonmaschine stehen mit mehreren Aufsätzen. Es gibt 25 mm, 38 und 59 mm und ich mache auch
Taschenspiegel, Flaschenöffner, Schlüsselanhänger, Ringe, Haarnadeln, also hier so Haarspänkchen, Ketten mit auswechselbarem Button und Knöpfe. Wenn da einer Bedarf hat, alles aus unserem Designerpapier ausgestanzt. Ne? So, ihr seht's, hier ist ein neuer Hintergrund. Ich habe die Magnettafel fertig, also noch nicht ganz fertig habe ich sie noch nicht. Ich zeige sie euch mal, die ist sowas von genial, also super. Hier sind, habe ich mir hier verschiedene Karten hingemacht und die Klemmerchen hier, das sind die Magneten. Ne? Und ich habe es ausprobiert, hier meine Kühlschrankmagneten passen auch hier super dran, kann man auch noch was fertig machen. Hier habe ich zum Beispiel drauf geschrieben, diese Woche, und hier mache ich mir von Montag bis Freitag, mache ich mir einen Plan, was an den Tagen immer so fest ist. Es gibt ja so fixe Sachen, ich muss nach Plan arbeiten, ich komme sonst nicht klar. Dann kommt hier nicht vergessen, hier kann ich mir Notizen reinmachen, hier sind ja noch ganz viele Kärtchen, die ich beschriften kann, die ich hier schön reinmachen kann. Hier möchte ich, weiß ich noch nicht, was ich da reinmache. Was habe ich denn hier geplant? Habe ich hier was dafür geplant? Nee, noch nicht. Kaufen, wenn ich hier von Stamping Up, passiert mir das ganz oft, dass ich denke, ach, jetzt ist das Klebeband alle, schreibst es dir mal auf und dann finde ich den Zettel nicht mehr und dann kann ich mir das hier hin machen und hier hin pinnen und hier ist noch eine Wochen-To-Do-Liste, die kann ich auch ausradieren. Ja, und das Design von dieser Magnettafel kann ich auf jeden Fall beliebig verändern, das finde ich richtig gut. Für 31 Euro finde ich das ein super Produktset, muss ich sagen. So, mal wieder schön gerade hängen. Was steht heute auf dem Plan? Heute auf dem Plan steht erstmal für meine Lida, die hat ihre Prüfung geschafft. Die ist jetzt, ich weiß ja nicht, wie man das auf Deutsch nennt, das ist ja das Problem. Die macht ja so Readings. Wer sich damit auskennt, kann mir mal sagen, wie man das auf Deutsch nennt. Lidas Muttersprache ist ja auch Englisch und die weiß halt auch nicht, wie das auf Deutsch heißt. Die macht so Analysen. Und zwar gemessen an der Geburtszeit, den Geburtstag, den Geburtsort, analysiert die deinen Charakter oder zum Beispiel den deiner Kinder, um dir die Chance zu geben, zu verstehen, was deine Kinder brauchen. Du gehst ja davon aus, deine Kinder brauchen Nähe und Routine und dies und das. Aber manche Kinder brauchen ganz andere Sachen. Oder ihr habt vielleicht ganz schwierige Kinder. Da habt ihr schon alles versucht, ne? Die zu strafen, zu belohnen, zu lieb zu haben, festzuhalten, Zeit zu geben, Aufmerksamkeit und nichts funktioniert. Da kann sie halt eben prüfen, was dieses spezielle, schwierige Kind einfach braucht. Das sind manchmal Dinge, da würde man im Leben nicht drauf kommen. Und damit versucht sie halt eben Eltern und vor allem aber auch den Kindern zu helfen. Und da gehe ich morgen zu ihr hin und da bringe ich ihr auch eine Kleinigkeit mit. Das muss ich heute noch verpacken und eine schöne Karte basteln. Und dann haben wir nächste Woche Teamtreffen in Rückersbach bei meiner Ablein Kerstin Kreis. Sie macht ein ganz großes Teamtreffen. Ich glaube, da kommen irgendwie 50 Leute oder sowas. In einem Tagungshotel, ist ja von mir recht weit entfernt. Also ich fahre da 3 Stunden, wir müssen mal rechtzeitig losfahren. So um, ich glaube, um spätestens 5:30 müssen wir da los. Muss ich Freitag meine Sachen noch packen, damit wir da pünktlich los können. Ich fahre mit meinem Team hin, mit der Melanie. Und haben wir natürlich für die Kerstin auch was vorbereitet. Das will ich nachher auch noch verpacken. Und auch noch eine schöne Karte damit machen. Das ist das, was ich heute machen möchte. Was der Plan ist für diese Woche ist, ich muss dringend meine Buchführung machen. Ich habe im letzten Jahr, die letzten Monate des letzten Jahres, habe ich das komplett schleifen lassen. Es liegt mir total schwer im Magen und ich muss einiges aufholen. Jetzt ist ja bei mir nicht allzu viel, aber es ist schon so, dass mich das einige Tage kosten wird. Vielleicht auch ein paar Wochen, bis ich das aufgeholt habe und auf Stand gebracht habe.
Denn es ist ja nicht nur so, dass man das alles einbuchen muss. Ich muss ja dann auch hinterher immer die Prüfung machen, ob alle Konten glatt sind. Ne? Und wenn man da einen Fehler findet, fängt man wirklich an, das ganze Jahr wieder aufzuarbeiten und sich wieder alle Unterlagen zu nehmen und abzugleichen, wo der Fehler liegen könnte. Die Fehlersuche dauert oft länger als die Bucherei. Buchen kann ich jetzt inzwischen. Weil der Steuerberater macht ja meinen Jahresabschluss dann zusammen mit unserer privaten Steuer. Und die kann ja dann jetzt auch, ich würde mal sagen, Ende März, Anfang April erfolgen. Und bis dahin muss ich auf jeden Fall durch sein. Dann nehme ich mir jetzt jede Woche einen Tag, wo ich wirklich nur Buchführung mache. Damit ich bis Ende März auf jeden Fall damit durch bin. Und das ist das, was ich machen möchte. Ich habe eine Idee für einen neuen Workshop to go. Die muss ich aber noch entwickeln. Ich habe schon einen Prototypen gebastelt, aber da muss ich noch ein bisschen was verändern. Das ist aber auch ein ganz schönes Projekt. Und ich muss das Bastelvideo für Mittwoch drehen und zuschneiden. Und ich wollte mir schon mal für die Folgewoche, für die Karnevalswoche, auch schon ein Projekt überlegen und vielleicht mal vorbasteln, damit ich ein bisschen vorarbeiten kann. Ich habe jetzt ja schon 3 Wochen kein Bastelvideo mehr veröffentlicht und das hat mir auch echt total gefehlt. Das hat mir schon alleine an Me-Time gefehlt, ne? Dass ich da nicht ein bisschen was basteln konnte. Übrigens, Fazit. 2 Fazits will ich ziehen. Einmal zu meiner Stanz- und Prägemaschine, zu der neuen. Ich bin extremst beeindruckt. Habe ich euch auch schon mal erzählt. Ich bin extrem beeindruckt, weil ich gedacht habe, die alte Maschine und die neue Maschine können eigentlich nicht viel Unterschied machen. Stanzmaschine ist Stanzmaschine und die andere war ja auch hochwertig. Der Unterschied zwischen den 2 Maschinen ist echt enorm. Und jetzt verstehe ich auch, warum Stamping Up sich wirklich die Mühe gemacht hat, da so ein neues Ding zu entwickeln, weil die ist absolut genial. Die stanzt auf den Punkt. Da gibt es nichts mehr, was irgendwie nicht exakt ausgestanzt ist. Wie bei meiner alten ist es schon mal passiert. Und die prägt so exakt, dass ich da nichts mehr zwischenlegen muss. Das ist echt Wahnsinn. Ich bin total begeistert. Also das Geld hat sich echt gelohnt, muss ich sagen. Und zu meinem Shellack, guckt mal hier, der ist jetzt über eine Woche wieder alt. Es ist nicht verkratzt, es wächst nur raus. Es bröckelt nicht, es bröselt nicht. Ich habe gemerkt, mir ist hier ein Nagel eingerissen. Da ist einfach der Shellack mit eingerissen. Es gibt aber keinen Lufteinschluss, kein nichts. Es ist Wahnsinn. Wahnsinn. Also da kann mein Striplack nicht mithalten. Auf keinen Fall. Und mehr gibt es eigentlich nicht zu erzählen. Das sind so die Neuigkeiten. Nee, mehr habe ich nicht. Ich muss ja dieses Mal auch den Basteltreff etwas früher vorbereiten, weil der ja jetzt auch schon am 12. stattfindet. Wobei eine Teilnehmerin sich Trauerkarten gewünscht hat. Da muss ich mal hören, ob da alle mit einverstanden sind. Das ist natürlich so ein spezielles Thema, wie es eben auch für meinen Workshop so ist. Ne? Ist ja auch so ein spezielles Thema. Mal gucken. Ach, und ich muss auf jeden Fall die Workshop-Pakete kann ich noch nicht packen. Es ist bei meinem Trauerkarten-Workshop so, ich betone das nochmal, ich kann nicht den Workshop sofort packen, wenn ihr den bestellt, weil ich nach eurer Bestellung erst eine Bestellung bei Stamping Up aufgebe, das Material kaufe und dann erst nach Bestellung verpacke. Also ich lege mir das nicht mehr auf Lager. Habe ich aber auch, glaube ich, schon mal erzählt. Deswegen dauert das einfach da ein bisschen länger. Da bitte ich euch um ein bisschen Geduld. Also 2-3 Wochen werdet ihr dann auf das Materialpaket warten müssen. Ne? Es macht natürlich Sinn, wenn ihr bei mir den Workshop bestellt und ihr braucht noch irgendetwas anderes an Stamping Up Material, dann lasst mich das doch wissen. Dann kann ich euch das mit verpacken. Na, dann bestelle ich euch das mit und verpacke euch das mit dazu. Na, dann habt ihr da wenigstens auch dann habt ihr auch da eine Zeitersparnis, ne? Und müsst nicht nochmal zusätzlich auf eure Stamping-Sachen warten. So, das war das, was ich sagen wollte. Jetzt wünsche ich euch mal einen schönen Sonntag. Ach, heute kocht übrigens auch wieder mein Mann. Es gibt türkische Pizza. Der backt türkische Pizza. Freue ich mich schon drauf. Hat meine Tochter sich gewünscht.
Ich habe also ein kochfreies Wochenende. Herrlich. Wäsche muss ich machen. Ich muss auch gleich mit dem Hund raus. Mal gucken, was ich alles von dem schaffe, was ich mir vorgenommen habe. Macht's gut, ihr Lieben. Habt einen schönen Sonntag und bis bald. Guten Tag, Ladies. Wir haben heute Montag, 21. und es ist 14:30. Auch wieder eine ganz ungewöhnliche Zeit für mich. Aber ich muss euch einfach mal erzählen, was hier so los war. Also, ich war eben in der Mittagspause bei meiner Freundin, die mich noch zu meinem Geburtstag überrascht hat mit einem Frühstück, kann man sie um die Zeit nicht mehr nennen, aber mit einem Brunch. Und die hat sich richtig Mühe gegeben. Die hatte so Frühstückspasteten gemacht mit, da war ein Ei drin gebacken. Es war auch noch ein bisschen flüssig, dann Käse, Schinken drüber, also richtig lecker. Dann gab es frische Brötchen und Aufschnitt, sowas frisch gepressten Orangen-Ingwer-Saft und sowas. Und dann habe ich mein Geburtstagspaket bekommen. Ich muss euch das jetzt mal zeigen. Erstmal war die Gute ja auch mal in meinem Team und hat aber Stamping Up jetzt dran gegeben, weil die beruflich einen anderen Weg verfolgt. Ich glaube, das hatte ich euch ja schon mal auch erzählt. Und die trennt sich jetzt von ganz vielen Stamping Up Sachen. Und da hat sie mir zum Beispiel hier noch, das mochte ich, als es rauskam, sehr gerne, hier dieses Gänseblümchenpapier. Und das fand ich mal richtig schön. Das hat sie mir jetzt geschenkt. Und ja, hier so ein Demonstratoren-Stempelset, das hatte ich immer ausgeliehen. Das hat sie mir jetzt einfach wieder gegeben. Und dann hat sie mir noch ein Paket Stempelaufbewahrung gegeben. Das finde ich auch richtig gut. Kann ich ja immer gebrauchen. Dann hatte sie noch T-Shirt-Garn und so eine geile Farbe hier. Das ist, kommt jetzt nicht so rüber. Es ist so ein ganz tief dunkles Anthrazit. Richtig schön. Und jetzt kommen wir zu meinem Geburtstagsgeschenk. Und zwar, sie weiß, ich bin ein totaler Notizbuch-Junkie. Und bei mir funktionieren ja alle Listen über Notizbücher. Ich kriege jetzt die Manschette hier nicht rum. Also sie hat mir hier auch noch so eine schöne Manschette für drum gemacht. Und das sind hier solche Notizbücher, die man aber eben auch noch selber bestücken kann. Also die haben hier nur so Punkte. Das hier ist liniert. Und ich habe ja immer für alles Notizbücher. Und ich notiere mir ja auch. Ich habe ja eins für Ideen und eins für To-Do-Listen und eins für Finanzen. Und also wirklich alles. Und dann habe ich bekommen, und die liebe ich wirklich, also die liebe ich so sehr, von Rituals, von der Buddha-Serie. Das heißt ja nicht mehr Buddha. Das heißt ja jetzt Sweet Orange and Cedarwood. Früher hieß es ja Happy Buddha. Eine Duftkerze. Oh. Und dieser Duft, der sich jetzt hier versprüht, dieser Duftkerze, der absolute Oberwahnsinn. Es ist nämlich so, ich habe ja auch diese Raumdüfte von Rituals, die finde ich auch mega gut, aber die kann man nicht so schön dosieren. Wenn man da nämlich wenig Raumparfüm in die Flasche gibt, ist der Duft sofort verflogen. Und wenn man viel Parfüm in die Flasche gibt, dann ist das zu intensiv. Da kriegt man dann so Kopfschmerzen in der Nähe. Diese Kerze verbreitet aber einen Wahnsinnsduft. Erstens und zweitens auch sehr, sehr langsam. Also das verteilt sich einfach so gleichmäßig schön im Raum. Das ist einfach total cool. Und dann eine große Rituals-Packung. Orange ist halt echt meine Farbe, ne? Hier, da ist drin Duschschaum, Body Cream, Scrub und auch ein Raumspray. Ich glaube, der Staubsaugerroboter, der rempelt unten alles an. So, das wollte ich euch nämlich auch mal zeigen, was ich da hier so Schönes gekriegt habe. Und jetzt kommt der Knaller. Da bastelte mir eine mega schöne Geburtstagskarte. Eine richtig tolle Idee. Und ich mache die Karte auf, steht nichts drin. Hat die Karte gebastelt. Sich echt richtig Mühe gegeben, auch den Briefumschlag. Super toll selber gemacht. Dann hat sie aber vergessen, was reinzuschreiben. Hat den noch vorne schön beschriftet und alles. Und die schreibt auch immer so emotionale Texte, die so mitten ins Herz gehen. Ne? Und dann beschriftet die meine Geburtstagskarte nicht. Da steht nichts drin. Gar nichts. Blanko. Nicht mal ein weißes Blatt. Jetzt habe ich darauf bestanden, dass sie mir die Karte noch vernünftig fertig macht. Man gönnt sich ja sonst nichts.
Heute Nacht war ein so megamäßiges Gewitter. Nee, Gewitter war das nicht, ein Sturm. Also die letzten Tage war ja schon stürmisch. Aber das, was heute Nacht abging, das war so ohrenbetäubend. Das war einfach absolut schrecklich. Also sowas Lautes habe ich wirklich noch nie erlebt. Es war einfach furchtbar. Es war furchtbar. Also Lara hat wohl gerufen, die hatte dann Angst. Das habe ich noch nicht mal gehört. Die kam dann irgendwann ins Bett und ich bin sowieso so spät ins Bett gegangen gestern. Und zwar wollte ich unbedingt, ich habe noch bis 11:15, wollte noch so viel fertig machen. Ich hatte gestern eine super lange To-Do-Liste, wo eigentlich noch Sachen von heute mit drauf gestanden haben. Aber ich wollte das gestern fertig machen, weil ich wusste ja, ich gehe zum Brunchen. Und dann muss ich heute noch kochen, dann muss ich mit dem Hund raus, mit meiner Tochter fahre ich nachher nach Wiesdorf. Und da wusste ich, das will ich alles noch erledigt haben. Auf jeden Fall bin ich erst 11:15 dann abends duschen gegangen, dann lag ich im Bett. Dann habe ich gedacht, verdammt, da stehen meine Gummistiefel noch draußen im Regen. Bin ich runtergerannt, noch nach draußen meine Gummistiefel reingeholt. Bin ich wieder ins Bett, dann kriegte ich so einen trockenen Reizhusten, habe gedacht, verdammt, wo ist meine Wasserflasche? Habe ich am Basteltisch stehen lassen. Bin ich wieder aufgestanden, zum Basteltisch gegangen. Und da muss ich wohl gerade eingenickt sein, auch über diesen Sturm. Und dann kam meine Tochter plötzlich mit Wasserflasche, Stofftier und Kopfkissen an und kam in die Mitte und hat gesagt, ich habe Angst, ist so laut. Immer süß, ne? Naja, also dann war sie bei mir. Und hat in unserer Mitte geschlafen. Und dann, 3 Stunden später, klingelte dann schon mein Wecker. Ne? Also ich habe nicht viel geschlafen. Weder effektiv noch viel. Ich werde aber heute auch nicht früher ins Bett gehen können, weil ich heute Abend auf jeden Fall diesen Vlog zuschneiden möchte. Auch wenn nicht so viel jetzt drauf ist wie sonst, will ich den aber beenden, weil das zieht sich sonst immer so in die Länge. Da sind sonst manchmal so Sprünge und ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal euch was zu erzählen habe. Dieser Sturm jetzt, das ist ja etwas, das gucke ich mir ja noch in ein paar Jahren an und denke mir, ach ja, stimmt, da war ja dieser Sturm. Es hat heute Morgen sogar geschneit. Geschneit hat's. Ich habe mal von Weitem in den Wald geguckt, der sieht aus, da kommt man überhaupt nicht mehr rein. Und und ich will dann nicht, dass da so große Tageslücken dabei sind. Ne? Das ist jetzt schön, dass ich das jetzt hier so ein bisschen beisammen habe, beieinander habe. Und dann wird er halt ein bisschen kürzer. Dafür wird der nächste vielleicht wieder ein bisschen länger. Wir gucken mal. Ansonsten habe ich jetzt erstmal nichts zu erzählen. Ich habe so eine schöne Karte für meine Freundin gebastelt, weil die ja ihren Abschluss geschafft hat. Habe ich die euch gestern gezeigt? Ich glaube nicht. Ne? Die habe ich auch erst spät fertig gemacht und habe sie vergessen zu fotografieren. Wie es dann so ist, ist auch nicht so schlimm. Und mein Essen steht nämlich jetzt auf dem Herd. Da werde ich jetzt nochmal gucken gehen, wie weit das ist. Es gibt heute nur Spaghetti Bolognese. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass ein bisschen. Ich habe den Hund mit dem Cuttermesser beworfen. Da hoffe ich natürlich, dass da noch ein bisschen was übrig bleibt, dass ich morgen nicht kochen muss. Morgen habe ich nämlich große Pläne. Ich habe morgen auch jede Menge zu tun. Ich will morgen 2 Videos abdrehen. Ich habe nämlich zum einen eine schöne Karte, eine ganz einfache, super schnelle Karte. Und zum anderen habe ich dieses Portemonnaie, was ich abdrehen möchte. Alles morgen Vormittag machen, damit dieses Bastelvideo eben auch noch rechtzeitig online gehen kann. Vielleicht interessiert es euch ja auch, wie ich dieses Portemonnaie gebastelt habe. Ne? Ich musste mal hier eben kurz den Karton verstauen. Ich normalerweise, also so alle Kartons von Stamping Up gebe ich natürlich auch nicht auf, aber so diese, es gibt so manche Formate, ich musste gerade mal hier den Karton verstauen, ich hebe ja nicht alle Kartons auf von Stamping Up, aber das ist ein Format, die finde ich gut, das sind die viereckigen, nicht ganz so hohen. Gerade wenn man so Designerpapier verschickt, finde ich die immer ziemlich gut. Und man muss ja nicht immer alles neu kaufen. Ne? Ich meine, wir schmeißen Kartons weg und kaufen dann für teuer Geld neue Kartonage, nur weil es ordentlicher aussieht, wenn man die beklebt. Aber da muss man ein bisschen wirtschaftlich auch sein. Also ich habe viele Kartonagen auch gekauft, weil ich in der Größe einfach nichts Passendes geschickt bekommen habe. Aber
so manches hebe ich auch auf. Da fällt mir ein, da kann ich ja heute, wenn ich mit meiner Tochter nach Leverkusen fahre, kann ich meine Brille nochmal verstellen lassen, damit ich die hinter den Kopf klemmen kann. Wie machen das denn eigentlich andere, die keine Gleitsichtbrille haben, sondern eine Lese- und eine normale Weitsichtbrille? Wie macht man das? Hat man eine immer auf dem Kopf sitzen oder fängt man im Alter an und macht sich das mit Bändchen um den Hals? Was macht man? Hat man immer eine Verpackung, hier so ein Brillenetui hinten in der Hosentasche oder was? Da bin ich echt noch nicht. Also ich würde mir die gerne einfach nur auf den Kopf setzen, damit die halt einfach da ist, wenn ich sie brauche. Habe ich die euch schon gezeigt? Die ist so schön. Ich habe auch so ein schönes Brillenetui. Das habe ich mir aber selber gekauft. Sowas gibt es ja nicht bei Vielmann. Bei Vielmann gibt es hier so einen Bums. Das ist meine. Die ist hier vorne so Horn und innen drin ist die halt Türkis. Ist das schön? Ich finde die ja richtig schön. Ich sehe euch jetzt zwar mal nicht. Die sitzt auch richtig gut. Die sitzt gut, aber wenn man die natürlich beim Optiker kauft, der stellt einem die ja hier hinten ein, ne? Dass die Bügel hier so rund gehen, dass die nicht runterrutschen können und sowas. Aber das bedeutet, wenn ich mir die auf den Kopf setze, sind diese Bügel hinten nicht lang genug. Wobei, länger machen kann der mir die wahrscheinlich auch nicht, ne? Ich muss mal hier gerade gucken. Das hier ist ja die Lesebrille von meinem Mann. Der hat so eine. Jetzt muss ich mal gerade hier Bügelvergleich machen. Es kann natürlich sein, dass der einfach, ja, der hat längere Bügel. Daran liegt es. Der hat längere Bügel. Deswegen kann ich mir seine so gut auf den Kopf setzen. Ja. Ja, die geht genau hier hinter die Muschel und deswegen bleibt die mehr oder weniger auf dem Kopf sitzen und meine rutscht direkt runter. Wie macht ihr das denn? Ich bin da so ein bisschen im Struggle. Seht ihr? Das Käse, ne? Und hier vorne dran klemmen ist auch doof. Dann fällt die mir mal runter oder und dann gehen ja auch hier, dieser Kragen geht ja dann irgendwie hinüber. Ja, berichtet mir gerne mal, wie man das praktisch löst. Da bin ich mal echt gespannt. Sie tut ihren Zweck, das muss ich sagen. Also ich lese prima. Basteln kann ich damit nicht so gut, weil ich zu weit dann vom Papier weg bin. Dann wird es anstrengend für die Augen. Aber wenn ich dann etwas näher gehe, gerade um die Falzlinien zu sehen, ist das also wirklich optimal. Habe ich immer gedacht, da ist das Licht nicht so passend und habe mich hier zugestellt mit Studioleuchten und Ringleuchten. Tatsächlich habe ich nur eine Brille gebraucht. Jetzt kann ich auch im Dunkeln basteln und die Falzlinien sehen. So. Freunde, ich beende jetzt diesen Vlog. Ich gucke jetzt nach meiner Spaghetti Bolognese. Die kocht nämlich jetzt schon seit einer Stunde ein. Und wir hören uns dann im nächsten Vlog wieder. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.